Einen schönen guten Morgen. Diesmal starte ich das Video allein im Wohnzimmer. Ja, warum das? Die Petra ist schon beim Skifahren. Bei mir ist die Arbeit vorbei. Die Vicky ist auch den ganzen Tag auf Arbeit. Ich habe einen halben Tag genommen und ich nutze ihn jetzt und wir starten wieder mal Fatbike-Touren. Conditions sind echt gut. Es war jetzt föhnig die letzten Tage. Also, ihr seht, da bei mir im Wohnzimmer jetzt außer Schnee hat es ziemlich weggehauen, gerade hinten am Dach und so. Und von dem her läuft es jetzt ganz gut. Temperaturen auch super, es ist recht warm draußen. Ja, ich packe jetzt zu, schmier die Ketten und wir starten los. Ja, uphill Richtung Wütschenau. Straße, aber kein Verkehr. Also echt untypisch für die Mittagszeit laufen. Aber es ist halt einmal so. Und man kann eigentlich dann so Routen nutzen. Da seht ihr jetzt den Weg zwischen Niederau und Oberau. Und gerade im Winter ist es echt ein kleines Winter-Wonderland, weil da geht es so leicht den Bach entlang. Meistens liegt da dann auch wirklich Schnee und es ist nichts los. Also es ist wirklich richtig schön und idyllisch da rein. Allerdings muss man dabei auch ein paar Höhenmeter überwinden, also es ist durchaus ein bisschen anstrengend. Aber ihr seht, bei der Kulisse ist es alles halb so schlimm. Die Strecke, die jetzt dann gleich kommt, also genau diese hier, finde ich übrigens besonders cool. Schnaufen, muss auch sein. Ich habe jetzt ungefähr ja, 1000 Höhenmeter Uphill jetzt gehabt. Asphalt, Schnee, habt ihr es gesehen. Coole Aussicht von da. Also wirklich cool. Da hinten 16 Rofane, keine Windleiche, Kattelspitz. Also echt eine coole Sache. Da hört es jetzt auf. Und davon geht es eigentlich das an, was entweder geht oder nicht geht. Also der Weg da aussetzend. Wert nicht tragen. Bis zum Gipfel habe ich jetzt ungefähr nur 200 Höhenmeter. Die wäre jetzt tretend, schieben, tragend mit dem Fetti absolvieren. Und dann, was ich aus und dann geht es runter wieder. Jetzt ist es wirklich warm. Also, was ist heute? 23. Dezember, Jänner, 22. glaube ich. Nachmittag, es ist brutal warm. Föhnig, Wahnsinn. Richtig cool. Für mich war es sowieso am besten. Ich hätte halt gern so bis 1500 Meter nie Schnee und dann ab 1500 bis 3000 immer Schnee. Also das war ja Wahnsinn einfach, weil dann kannst du es halt biken, schredden, richtig geil. Und wenn man Skifahren will, rauf in die Höhe. Ja, Wunschkonzert, werde ich nicht spielen. Beste draus machen, jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen. Und trotzdem genießen. Also bleibst drauf. Ja, das ist Tag. Richtig geil zum Fahren gerade. Eigentlich perfekt zum Fahren. Und ja, mache gut mit. Yes, ey. Richtig cool. Wie am Gipfel herum. Ein Panorama. Das, was echt das gleiche sucht. Für den Aufwand, sage ich einmal. Das Gipfelkreuz geht gar nicht drauf, so fett ist der Bock da. Für den geringen Aufwand, oder Anführungszeichen. Die geile Location. Sogar mit Tischall. Aber da magst du aufpassen, weil heute der Föhn, der hat man sich jetzt schon zweimal gewartet. Die Turngeherin ist auch nicht da gewesen. Die geht da rauf. Und es ist halt die Frage, was jetzt effektiver ist. Ja, für mich schaut es ganz gut aus. Der Weg wirklich geil. Jetzt mit so Wandererquatsch, die haben gesagt, der Trail ist ausgegangen. Das heißt, ich habe jetzt über 1200 Höhenmeter Trailabfahrt nach Wörgl mit Gegenanstieg. Freue mich auch schon gewaltig drauf. Ist richtig lässig. Ja, das Bike ist ready. Gestern die Ketten noch ein bisschen Wachs auf wie du, ein bisschen mehr geschmiert, weil das hat man jetzt aber abgezogen. Und wenn ich was essen, ob jetzt da was ist oder unten bei der Wahl, weiß ich nicht. Ich schätze eher, weil da oben dieser Wind ist echt Wachs. Ausgerät, dann Rock'n'Roll. Was soll man sagen? Die Abfahrt im tiefen Schnee ist natürlich immer eine gewisse Herausforderung und kann man sich jetzt nicht so vorstellen wie im Sommer, weil man bleibt natürlich schon diverse Male stecken, überschlägt sich mal. Das gehört einfach mit dazu und damit muss man auch von Haus aus schon rechnen. Aber wenn einem das egal ist, dann macht es wirklich super viel Spaß. Und der Unterschied zum Sommer ist ja auch,
dass es nicht so weh tut im Normalfall. Also wenn es an den Schnee reinhaut, dann ist es eher weniger schlimm. Das hat dann kein Felsen da oder sowas und von dem her passt es schon. Das Einzige, worauf man vielleicht noch ein bisschen achten sollte, ist so wie beim Wintersport generell, Bruchharsch ist halt nicht so geil, also wenn der Schnee drunter weich ist, aber drauf dann so eine Art gefrorene Eisschicht, also so ein Haarsteckel heißt es, dann tut es auch mit dem Rad so richtig weh, weil erstens mal bleibt man halt wirklich stecken und zweitens mal der Einschlag in so eine Bruchharschdecke ist einfach nicht fein. Aber in dem Fall ist es einfach nur Schnee, schöner Tiefschnee, vielleicht so ein bisschen sulzig schon und von dem her perfekt zum Fatbike. Ah ja, übrigens, wenn ihr noch keine Spur habt, also noch keine so gute Spur, wo schon wirklich mehrere Tritte sind, die ein bisschen breiter ist, sondern vielleicht nur einen Radreifen vom Vordermann, dann macht lieber eure eigene Spur. Das ist nämlich deutlich leichter, weil wenn ihr sonst in der Spur vom Vordermann fahrt, dann fühlt es sich an wie auf Schienen und das funktioniert auf die Dauer nicht. Jetzt fühlen wir ja aus und da unten geht es besser mit dem Wind. Total nette Alm eigentlich, aber jetzt ist Winter und da haben die, glaube ich, generell zu. Ausblick kann man götten lassen. Mache jetzt einmal Pause und dann geht's wieder weiter. Kurzer Zwischenbericht. Es ist anstrengend, aber es ist richtig geil. Vor allem, ich habe da die erste Spur. Also ist irgendwann einmal zu Fuß gegangen. Aber es ist richtig geil zum Fahren. Dazwischen wird schon ein bisschen leicht, also aber, also trocken halt. Und richtig geil. Was wie ein Fatbike taugt, man muss halt brutale Körperspannung halten, man muss total schnell reagieren können und das ist einfach Gold wert. Also wenn du nach dem Winter dann aufs normale Bike umsteigst oder halt dann, wenn es weniger Schnee hat, da denkst du, okay, ich habe nie aufgeregt irgendwie und das flasht mich schon. Ja, unser Trail, richtig geile Geschichte, das ist echt das fette Graben da zurück und so und da aussieht, dann gibt es einen Blick aufs Inntal immer wieder, wenn euch fahren, siehst du draußen, also richtig cool. Ja. Macht Fun, so soll es sein, aber ich bin jetzt langsam ein echt gut al dente und dann froh, wenn ich unten bin. Oh, da ist schon wieder Schnee.
Das war's auch schon wieder. Mehr hat der Martin nicht für euch gefilmt, aber dann ist er auch schon so gut wie zu Hause. Hier kommen noch die allerletzten Meter zurück Richtung Wörgl. Wir hoffen sehr, das Video hat euch wieder gefallen. Lasst uns doch sehr gerne einen Daumen nach oben da oder auch einen Kommentar. Und falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch unseren Kanal. Das würde uns wirklich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.